Herzlich willkommen zu unseren Künstlerporträts. Heute sprechen wir über Haroldo Burle Marx. Das ist eine hochinteressante Person. Nicht nur er alleine, sondern auch seine beiden Brüder Roberto und Walter. Sie alle drei waren wirkliche Künstlerberühmtheiten in Brasilien. Der eine war Dirigent, ein berühmter Orchesterdirigent. Der andere war Stadt- und Landschaftsgestalter. Und wer heute noch nach Rio de Janeiro an die Promenade kommt, sieht Werke von ihm. Der dritte von den Brüdern war Haroldo. Haroldo hat sich selbst zum Schmuckdesigner ausgebildet, war auch da sehr erfolgreich und hat tatsächlich einen neuen Stil des Steinschneidens und des Schmuckverarbeitens in Brasilien etabliert. Das war das Besondere an seinem Schmuck. Er war sozusagen Staatskünstler. Jeder Gast, der nach Brasilien kam, jeder politische Gast, bekam ein Schmuckstück aus der Werkstatt von Haroldo Burle Marx. Der Name mag Sie ein wenig wundern und es stimmt, er ist tatsächlich entfernt verwandt mit Karl Marx. Seine Familie stammte aus London, wanderte aus nach Brasilien und etablierte sich, wie wir es gerade gehört haben.